Moin Moin, herzlich willkommen auf meinem Kanal Outdoor mit Manuel. Ja, wir sind heute in Dortmundförde. Ich hoffe, ihr seht das ungefähr auf dem Schild. Jo, sollte man lesen können. Okay. Jo. Wir schauen mal, wo uns heute die Bahn hinbringt. Und wie lange wir brauchen. Wir fahren nach Winterberg. Ja. Hoffen wir mal, dass es nicht zu kalt wird. Aha. Kleiner Gag am Rande. Hahaha. Jo. Diesmal wieder ein Kurztrip. Schauen wir mal, was uns da begegnet, was uns vor der Linse kommt, was ihr seht. Also, bis denne. Jo, und wir sind immer noch in Hörde. Durchsage, erst 20 Minuten Verspätung. Dann die nächste Aussage. Zug fällt aus. Ja, jetzt warten wir noch mal 45 Minuten. Und schauen, was mit dem Zug passiert. Ja, und wir sind immer noch in Hörde. Mal gespannt, wann es hier losgeht. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, willkommen im Sauerland Winterberg. Kletterpark ist auch hier im Hintergrund. Sind welche gerade dabei? Ja. Ungefähr 2-3 Kilometer aus Winterberg raus. Und hier ist Rambazamba. Wenn ich das vergleiche, was vor gut und gerne 30 Jahren hier war, dann gab's ja nicht. Nein. Ja, hier geht's hoch zur Mountainbike-Strecke. Hinten das Fahrrad drauf und hoch. Und ich kann euch wieder nur sagen, bewegt eure müden Knochen, geht raus. Genießt es noch. Aber auch hier sieht man wieder Kahlschlag, ne? Der Borkenkäfer war unterwegs. Ja, dieses Bollwerk, wie es hieß, gab es früher gar nicht. Aber jetzt haben sie hier Lift hingesetzt. Dann können Sie hier drüber jetzt zurückfahren. Wahnsinn. Ja, vom Nordhang kommen wir gerade her. Die Beschönigung. Und hier haben wir noch ein schönes Tretbecken. Aber wie es aussieht, steht das nur.
fließt nichts nach. Ja, wir gehen mal weiter. Ja, muss ich immer sagen. Da geht's tief runter. Ich nehme an, mit der Kamera kann man es nicht so gut erkennen. Aber der geht runter. Aber heftig. Und grün, grün, grün um uns herum. Ja, da unten ist auch noch ein Weg. Aber den nehmen wir heute nicht. Vielleicht nehmen wir den mal ein anderes Mal. Müssen wir mal schauen. Da oben haben wir einen Hochsitz. Ja, und hier mal ein kleines Stückchen für einen anderen YouTuber. Schaut euch das mal hier an. Platz ohne Ende. Ja. Und hier ist was kleines Schnuckeliges. Ja. Hütte. Nicht sofort, wo die Menschenmenge ist, bisschen abseits. Ja. Das wäre was. Die Hütte wartet auf dich. Wie soll das sein? Eine Blockhütte. Die steht immer noch. Aber alles andere auf dem Spielplatz hier. Hat sich geändert. Wir hatten noch so eine Seilbahn, hatten wir hier. Sand hatten wir. Boah, ist alles weg. Ja, so kann sich erinnern. 30 Jahre, ne? 30 Jahre. Richtig schön gemacht, ja. Mal gucken, ob wir noch reingehen können.
Ja, wie sich alles ändert. Hier unten war ich immer Blaubeeren pflücken. Blaubeeren pflücken. Alles weg. So ist das. Und eingezäunt, alles. Aus Wald wird Heide. Ja, willkommen am Karasten angelangt. Ja, mit ein paar kleinen Umwegen über Altassenberg, aber gut. So, wir sind am Sahnehang. Und da geht es jetzt hoch. Oh. Ja. Das sieht lecker aus. Ich weiß nicht, ob man das über der Kamera so sehen kann. Mörsch. So, erster Anstieg ist geschafft. Boah. Der zweite kommt gleich noch. Und dann sind wir oben. Auf dem Karast. Könnt ihr mal hier links gucken. Mit den Bäumen. Wie hoch die sind. Ne? Und gleich, wenn ich oben stehe, also da oben, dann gucken wir über die Spitzen rüber. Das sind keine kleinen Tannenbäumchen für Weihnachten. Nee, nee. Also. Oh. Ja. So weit muss man nach vorne gehen, dass man noch gerade gehen kann. Und fertig. Fertig. Oben. Schau dir so an, wir sind oben am Kanal.
Wunschsternlegung 1884. Ja, das ist schon mal was. Ja, und hier im Hintergrund sehen wir den Skiclub Sauerland. Ja, Westdeutscher Skiverband. Auch was Feines, ne? Ein Ehrenmal ist das. Also, und alle Skifreunde. Und wir gehen jetzt da runter, den Nordhang, und gucken, dass wir heile unten ankommen. Ja, und hier die Sprungschanze vom Winterberg. Ich hoffe, ihr könnt sie gut sehen. Ich zoome nachher noch ein bisschen ran, aber ansonsten, ja. Wenn, schiebe ich ein Foto hinterher.